Hallo zusammen, ihr klapprigen Gestalten da draußen wieder. Wir sind heute bei Folge 12 vom Tierpark Düsterwald. Haben als letztes hier die wunderschönen Pandas gebaut und damit gestartet die Welt der irdischen Tiere, die jetzt dann hier so ausgebreitet werden soll, zu bauen. Nein, der Akazien-Dingchen soll nicht hier hin. Ja, das war das Werk des letzten Mals. Und jetzt bauen wir diesmal, ich habe es nicht in der Leiste, weil es zu viel ist dann auf einmal. Wir bauen zusammen Lamas, Pferde, Maultier und Eselgehege. Ja, ich habe einen Link-Skin. Ich muss mal schauen, ob ich ihn wieder ändere oder so. Ich habe keine Ahnung. Stopp, was macht der Dreiteil hier? So. Es könnten noch ein paar mehr rumliegen. Ich habe mal ein bisschen gemordet, um die Tiere außen rum so wegzutun. Das hat einfach genervt. Gut. Wo setzen wir sie hin? Könnt ihr denn jetzt auch einfach hier einfach ransetzen? Ich denke, das machen wir auch gleich mal. Gut, dann können... Ach genau, hier habe ich was Tolles gemacht. Hallo? Ah, da. Ah, genau, hier drüben ist ein rotes. Und hier ist ein blaues. Habe ich gebaut. Wenn es Nacht wird und alle rausgehen sollen, aktivieren sich die beiden einmal und schießen jeweils einmal ein Feuerwerk ab. Da ist genügend drin. Ist genügend. Gut. Ja. Los geht's. Ich denke, wir werden es wieder so machen wie hier drüben. Alle vier Wände. Nur diesmal wird das Gehege mindestens doppelt so groß. Und es geht jetzt hier jetzt um die Ecke. Passt das so? Ist das hier? Ja, das habe ich ja auch gemacht. Oder wir machen es nicht so. Ja, wir machen das nicht so. Das gefällt mir nicht. Wir machen das einfach so. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen Platz. Wenn wir dann auch da drüben was machen sollen, dann haben wir hier einfach Platz. So. Ja. Ruhe, Gast. Diesmal wird wahrscheinlich das zweitgrößte. Okay, wahrscheinlich wird es das drittgrößte Gehege. Also, als erstes steht natürlich ganz da hinten das Gehege der Gasts. Davor das Gehege der Wächterältesten. Na, wird schon. Das wird riesig. Sorry, Leute, das ist mir zu groß. Ich habe zu viel geredet und dann. Ja. Uns geht der Rede zu viel. Ja, schon besser. Gehen wir in die Richtung. Aber auch hier habe ich jetzt die Befürchtung, wenn ich jetzt hier wieder zu viel rede, dass ich dann wieder alles verhau. Ich baue das am besten so von der Seite in die Richtung. Dadurch, dass wir auch Lamas dabei haben und Lamas ja irgendwie so ein bisschen savannenmäßig. Lamas kommen ja aus Südamerika. Habe ich mir gedacht, wir bauen das Ganze in der Savanne. Also habe ich auch Akazien und so dabei. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Und die anderen Tiere werden sich. Ich werde so halb-halb bauen. So ein bisschen savannenmäßig. Und daneben dann normal Erde. Also normales. Ja, keine Ahnung. Normales Biom. Wiesenbiom, Wiesenwaldbiom, keine Ahnung. Gut, ziehen wir das Ganze hoch. Ja, das werde ich später ändern. Später noch erweitern. 2, 3, 4, 5. Ich denke, das reicht auch vollkommen. Weil so hoch werden die Tiere jetzt auch nicht springen. Das sind zwar tolle Pferde. Naja, wenn du drauf reitest, könnte es gehen. Aber die kriegen keinen Sattel. Die werden noch nicht. Nee, doch, ich denke, zähmen tue ich sie. Nee, muss man sehen. Wahrscheinlich werde ich sie im Off einfach zähmen, dann sind sie gezähmt. Und dann kann ich im Notfall damit reiten. Yay. Bringt halt eigentlich nicht. Ja, gut. Wie viele ich rein tue, weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht nicht mehr als 3 pro Rasse, weil ich habe ja 4 Stück, die in dieses wirklich ein kleines Gehege rein sollen. Okay,
Ich vergleiche es jetzt mal mit den ersten Gehegen, die ich gebaut habe. Damals in einem Freizeitpark. Da habe ich am Anfang, wollte ich ein paar Tiere mit reintun. Da waren die Gehege, mal glaube ich, so für 4 oder für 5 Kühe. Ein 5x4 Gehege mit Eisengitter außenrum. Das war jetzt, das war wirklich, ja, das war vor ein paar Jahren. Da war ich noch klein und dumm, was Minecraft betrifft. Jetzt bin ich ein bisschen weiter und... Ja. So. Aber da wir hier auch keine 30 Minuten voll haben wollen... Sind das so? Ja, so. 30 Minuten voll haben wollen, überspringe ich hier einfach wieder einen kleinen Part von der Ecke zu der Ecke da drüben. So. Hier sind wir. Hat sich verändert. Ich habe gerade das Gefühl, dass es... Nee, doch, passt. Ich hatte gerade das Gefühl, irgendwie bin ich ein Block zu tief. Ich kann nicht mitzählen, aber ich habe gerade nur Zahlen statt meiner wunderschönen, hässlichen Stimme, die irgendwie gerade im Stimmbruch ist. Gut, das wäre erledigt. Als nächstes müssten wir eigentlich ein bisschen terraformen. Ich baue in jede Ecke einen Grasblock. So, jetzt weiß ich, dass ich in diesem Bereich hier Terraforming machen kann. So, bauen wir hier irgendwie so eine Klippe rein. Und hier geht es irgendwie so hoch. Und dann hier steil abwärts. So graben. Also ja, hier geht's noch tiefer runter. So irgendwie. Kommen wir dann hier noch ich habe mir gedacht irgendwo also habe ich auch hier dieses Mooste Bruchstein kriegen die so eine Art so das darf jetzt hier nicht zu hoch sein der darf noch hin. So. Das sieht auch irgendwie
komplett scheiße aus hier, so ein Alleiniger. So, Lücke schließen, ich kann es eben lassen. So, und da haben wir dann hier auch schon ein bisschen was gebaut. So, eine so gute Landschaft hatte ich bis jetzt selten. Es geht noch ein bisschen. Ich habe auch gedacht, dass hier kommt noch ein bisschen Wasser. Hey, ich könnte jetzt eigentlich. So, hier ist letztes. Habe ich ja drüben bei den Pandas auch. So ein kleiner Wasserfluss. So, jetzt muss der Fluss nur noch weitergezogen werden. Ich denke, ich baue den einfach hier so rum, um dieses kleine Gebirgchen. Lass ich irgendwie. Oh nee, mach mal nicht so. 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 Jetzt hier noch Wasser. So. Und da haben wir auch schon unsere kleine Ebene. Jetzt haben wir wahrscheinlich. Oh. Ja, diesmal sind wir nicht so schnell fertig. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ja, bauen wir dann bald hier das Haus hin. Ah nein, dieses Haus wollte ich ja mit denen machen. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Oh ne, ich kann richten mir das Futter nicht in diese Richtung, sondern. Ah, ja, aber es wird Nacht. Jetzt weiß ich auch immer, wann Nacht ist. Nicht so dumm. Oh, da kommen die mir jetzt da raus? Ne, tun sie nicht. Ich baue hier noch, nein, nicht damit, sondern hier noch was hin. So, hier. Ist das hier? Ja, es müsste dann 2, 3, 4. So. Jetzt wird es gleich Nacht. Spulen wir
Gehen wir kurz schlafen oder spulen wir kurz vor. Einmal und. Ja, Uhrzeit, Sonnenaufgang. Sonne. Komm jetzt her. Ich brauche Tag, 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 Tag. So. Unterstand. Aha. Hier steht aber und da auch. Ja. So, bitte. So, die haben Heu. Dann können sie hier immer noch zum Wasser gehen. Und können sich unterstellen. So. Ja, ich merke schon, ich glaube, das werden entweder eine längere Folge oder zwei Folgen. Ich hoffe, dass es einfach auf eine längere wird und fertig. Wäre ja schön. Nein, Leute, das, die Folge wird zu lang. Ich ziehe das auf zwei Folgen. Ich fange dann in der nächsten Folge ein weiteres Gehege an. Und beende das hier. Und beende das Gehege hier. So. Das Gehege ist jetzt fast fertig bei uns. Jetzt ist noch die Akazien hin. Hier eine Akazie. Hier eine Akazie. Und hier. Hier. Okay. Hier noch eine hin. Ja. Lassen wir sie erstmal wachsen und sehen dann weiter. So, haben wir hier einen Baum? Haben wir hier einen Baum? Oh, der ist ja ganz schön groß, der. Ne, okay, hier ist nichts. Gehen wir zu dem hier. Huh. Was ist denn mit dem? LOL! Die werden mir richtig groß. Ich kenne ja meistens, dass die eigentlich nicht so groß werden. Irgendwie fehlt dieser Savannenboden. Der fehlt mir irgendwie. Und da ist irgendwie... Naja. Haben wir hier irgendwie so eine kleine Landschaft hingebaut. Ja, okay, das sieht etwas komisch aus hier von der Seite. Ja, und dass das hier noch hier so Erde oder Erde ist, das verschwindet schon noch. Ja. So sieht's jetzt aus. Und jetzt findest du noch die Tiere. Eigentlich. Ja. Auf geht's. Tiere. Kriegen wir überhaupt vier hin? Ja, wird ein bisschen eng. Euch geht's gut, oder? Oh, da fehlt eins. Na, ich denke schon, ja, die Dinger da schießen in die Höhe. LOL. Also,
Naja, genau. Ranken werde ich hier wahrscheinlich nichts hin tun. Aber ich könnte ein Lilipad. Lilipad. Hier, Lilipad. So. Das kann ja echt nur schöner werden. Ja, die schießen auch wirklich eigentlich schon krass in die Höhe. Okay, setzen wir... Ja, machen wir die Folge dann hiermit zu Ende, indem wir die Lamas und Lama und Maultiere spawnen. Fail. Okay. Lama 1, Lama 2 und Lama 3. Maultier 1, Maultier 2 und Maultier 3. So. Die Schilder werde ich auch in der nächsten Folge machen. Und dann hätten wir das geklärt. Gut. Ich wünsche euch... nein, stopp. Das seht ihr nicht, das seht ihr nicht. Alle Tierfreunde jetzt wegschauen. Ich kille Tiere. Oh Gott, hör auf zu stöhnen. Ist ja wie ein Weibsbild bei der Geburt oder sowas. So, Ruhe. Das hat sich angehört wie ein Zug. Das, Tiere gibt's. Okay. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.